gestern der Video von Noam Chomsky, der vor 5 Jahren keine besonders hoffnungsvollen Aussichten für die Menschheit prognostiziert. Danach Gedankenkaskaden. Warum dieses masochistische Universalprodukt, das nur beim Spiegelspaltsprechwesen sich in dieser Form der Inversion von Schmerz zu Lust, von Unterwerfung zu Reintegration und Macht entwickeln konnte, aufgrund der ungeheuren Aufspreizungen und des Mehrwerts und des Umwandlung und des Mangellochs, sodass das Phänomen entsteht, ob aufgrund der Tröstungsillusion des Kapitalismus, des Mehrwerts einerseits und andererseits der Unsterblichkeitsphantasmen und Ewigkeits- und Ausdehnungsphantasmen, dass vor allem diese am Rockzipfel hängen gebliebenen Deprivierten und Psychopathen alle die Unsterblichkeit, so wie Herostratos den Tempel der Artemis einäschern, um für ewig in die Unsterblichkeit der Diachronie einzugehen, phantasmatischerweise, so alle Pharaonen bei ihrer individuellen Apokalypse die ganze Welt beglücken wollten, sie mit sich zu nehmen in das Pharaonengrab, die 1000 Frauen des Thutmosis des Dritten, die 1000 Frauen des Thutmosis des Vierten, Akhenaton und so weiter. Und das setzt sich dann fort auch bei den Weiblichen in anderer Form, dass auch sie in der Erschöpfung ganzer Universum, in dieser Neuschöpfung immer gleich alle anderen Universen mit sich nehmen und mit beglücken und mit unterwerfen wollen müssen, sodass das